Hier machen wir Tor rein, dass unser Blechner hier reinfahren kann. Hier kommt eine Hebebühne rein, hier kommt eine Trennwand ums Eck rum, dass der Blechner hier in Ruhe schaffen kann und seinen Dreck machen kann, seinen Schleifstaub, und dass nichts passiert. Er hat ja zweimal ein Problem mit der Bremsabstützung, mit der Bremsabstützungskonsole, die durchrostet. Die rostet durch, weil keiner danach guckt. Hier ist ein Eck rausgesägt. Hier platzt von der Bewegung, vom Fahrzeug, platzt hier der Steinschlag, schützt dichtmassig auf, kommt Feuchtigkeit rein, rostet von hinten auch durch. Das sehen Sie von vorne gar nicht so ganz. Das rostet dann von hinten durch und Sie, ja, so kriegt man halt keinen TÜV mehr, und für das Auto ist es auch nicht gut, und sicher ist es auch nicht wirklich, weil das hat ja schon ein bisschen was zu sagen, das Teil. Hier bildet sich ein Haufen Schmutz drin, der wird dann rausgeputzt und dann gammelt es von innen nach außen komplett durch und ist dann hin. Gucken wir gerade mal dahin, das sind so die Mittel in der Arbeit, also das ist noch nicht fertig dahin alles. Da ist ein Stück von der Altkonsole drin und dann kommt auch hier praktisch eine neue Konsole drauf. Dann hat es wieder Festigkeit, aber es ist gerade in der Mache. Ein schöner 190E haben wir auch.